Willkommen zu meinem nächsten Video. Und zwar geht es heute darum, mein improvisorisches Kamerastativ zu bauen. Dafür braucht man nicht viele Sachen. Einmal so eine Stiftbox oder irgendeine Box halt. Ja, ist eigentlich egal. Ich habe jetzt auch so eine Stiftbox, deswegen teile ich das mit so einer Stiftbox. Einen kleineren Stift, einen größeren Stift. Und ein bisschen Teelöffel. So, also. Man nimmt die Box. Die Box hat 4 Seiten. 1, 2, 3 und 4. Und an 2 gegenüberliegenden Seiten, also die Stifte drehen wir so mit der Spitze nach unten, einmal der kleine Stift, Moment, jetzt, ja, so, die Kamera ein bisschen gedreht, der kommt so ein bisschen rausragend. Das ist der Haupthalter und der größere Stift, der guckt mehr raus. So. Dann klebt man erstmal den kleinen, weil der muss besser halten. Dann holt man erstmal ein bisschen Tesafilm. So. Einmal drumrum. Das ist immer schwer, das drumrum kleben. Nein. So. Naja. Dann dieser kleine Stift. So, soll er ein bisschen rausgucken. So. Das ist immer so schwer, das mit dem Tesafilm. Immer schön stramm. So, haben wir den kleinen. Und dann hier noch den großen Stift. Und der muss genauso stramm gemacht werden. So. Muss ja eigentlich nicht ordentlich aussehen, weil das sehen die Zuschauer nicht. Ihr seht ja mein Stativ auch nicht. Das kann ich aber gleich auch mal zeigen, wenn ihr es wollt. Ich krieg bald ein neues. Also ich kaufe mir bald ein neues, aber ist halt improvisorisch. Wie ich es gesagt habe. So. Und dann kann man das Handy halt. Wir sagen jetzt mal, ja, das könnte man als Handy benutzen. Eine Fernbedienung, die hier ist jetzt das Handy. Und dann holt man die Fernbedienung, hier vorne ist die Kamera. Tut das erstmal so. Oder man kann das so machen, wenn die Kamera nach unten filmen soll. Oder man macht das dann so schräg. Man kann es so machen, man kann es so hochrichten. Ganz unterschiedlich, ja. Ich zeige dann kann mal mein Stativ. Dann machen wir, ich benutze jetzt einfach mal gerade hier das Stativ so lange, damit ihr seht, so es klappt, ja. Dass ich keinen Müll erzähle. Und zeige euch mein Stativ. Das ist mein Stativ. Das ist jetzt ein bisschen ordentlicher gebaut. Hier der Stift ein bisschen schräg. Und der guckt ein bisschen raus. Ja. Ja, und da steht die Kamera dann so schön drin. Und ja, jetzt seht ihr das Stativ, was ich gerade gebaut habe. Das funktioniert auch. Funktioniert super. Dann kann man die Kamera auch so stellen. Oder man kann die Kamera so. Man kann die Kamera schräg machen. So. Man kann auch so filmen. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten zu filmen. Ich filme auch immer eigentlich so. Das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja einen Daumen da lassen. Naja, dann schön mit Öl. Macht es gut, schön gut. Bis zum nächsten Video.